Top 5 Fehler, welche dich beim Abnehmen hindern. Wobei der letzte Fehler dich nicht nur beim Abnehmen, sondern auch ganz im Allgemeinen behindert. Mein Name ist Eduard und ich nenne dir jetzt Top Fehler, welche dich daran hindern, von so einer Form zu so einer Form zu kommen. Der erste und auch sehr wichtige Punkt ist das Aushungern. Was genau meine ich aber damit? Als allererstes muss ich ehrlich mit dir sein und dir ehrlich sagen, schnell abnehmen geht nicht. Und du sollst auch ganz schnell von diesem Denken, schnell, schnell etwas haben, schnell das bekommen und möglichst wenig dafür tun, davon solltest du so schnell wie möglich wegkommen. Frag dich erstmal, wohin führt dich dieses schnelle Abnehmen? Das führt dich vielleicht dahin, dass du es vielleicht schaffst, kurzfristig irgendeine Diät zu machen und dann aber wieder der Jojo-Effekt kommt, du deinen Lifestyle aber eigentlich nicht geändert hast, dich wieder voll frisst und wieder einen Pommespanzer bekommst. Du musst es auch mal aus der Perspektive sehen, du wurdest ja auch nicht schnell fett, also kannst du auch nicht schnell wieder dünn werden. Das ist ein Geben und Nehmen, mein Freund. Führe dir vor Augen, dass das wirklich harte Arbeit ist, das kommt nicht von heute auf morgen, ja, und man muss sich da auch ein bisschen quälen. Das schnelle Aushungern wird dich langfristig nicht dünn machen, es wird dir nur schlechte Laune machen und dich reizen. Überleg dir also eine Strategie, dass du langfristig weißt, dass du schaffen kannst, konsequent das durchzuziehen, weil nur so wirst du schaffen am Ende. Punkt Nummer 2, wobei ich mich auch ziemlich oft erwischt habe, keinen wirklichen Mealplan zu haben. Du musst es jetzt nicht strukturiert immer wissen, das werde ich dann essen und so weiter. Nein, aber wenn das bei dir so ausartet, dann ist es vielleicht nützlich, das ein bisschen besser zu tracken, ja? Weil wenn du keinen wirklichen Mealplan hast, beziehungsweise keine festen Mahlzeiten, dann kann das sein, dass du halt die ganze Zeit nichts isst, bis zum Abend wartest und dann auf einmal, bam, Fresskick. Du hast übel Hunger und du schiebst dir bei deiner Süßigkeiten-Schublade den einen Scheiß nach dem nächsten rein. Und das willst du ja eigentlich gar nicht. Und das ist ja auch nicht unbedingt das, was dein Körper braucht. Also ist dann ganz gut, wenn du feste Mahlzeiten hast, ein paar Dinge, die du dir fest überlegst, wo du nicht viel Zeit für verschwendest beim Kochen, wo du genau weißt, ah, da liegt dieser Artikel im Supermarkt und dann kannst du dir das einfach holen und sparst dir damit einfach Zeit. Also nochmal zum Festhalten. Plane dir vielleicht ein paar Mahlzeiten ein, dass du dir welche ausdenkst, wo du sagst, okay, 3 vielleicht am Morgen, 3 mittags oder 3 zum Abend oder vielleicht ein paar mehr. Aber mehr soll es auch nicht sein, vor allem bei uns Typen, wir sind da ziemlich einfach gestrickt. Ich glaube, es ist angekommen. Punkt Nummer 3, wobei ich auch immer öfter mal meine Kollegen dabei erwische, dass sie das Training einfach überschätzen und die Kalorien, die die essen, unterschätzen. Du gehst trainieren, weil du nicht unbedingt abnehmen willst. Du trainierst etwas, weil du in etwas besser werden willst. Deswegen trainieren ja auch Leute irgendwie Gitarre zu spielen oder so. Trainieren ist jetzt das falsche Wort, aber du weißt, wohin ich will. Und genauso sieht es auch mit dem Kraftsport aus, mit dem Fitness und so weiter und so fort. Du trainierst eigentlich, um deine Technik zu verbessern, um deine Ausführung zu verbessern und im besten Fall noch dein Gewicht zu erhöhen bei dem Training, aber nicht um dein Gewicht abzunehmen. Genauso beim Laufen. Du gehst ja laufen, um eine bessere Pace zu bekommen, aber nicht unbedingt, um abzunehmen. Das ist halt eben ganz, ganz oft der Fehler, dass ganz viele das einfach unterschätzen, wie viel sie essen und wirklich überschätzen, wie viel sie verbrennen. Also bitte sei keiner von denen, der nach dem Training sagt, ja Mann, Digga, jetzt habe ich mir den Döner verdient oder jetzt habe ich mir die 3 Bier verdient. Die kannst du dir auch so gönnen, das ist keine Frage und das soll es auch nicht sein, dass du keinen Döner mehr essen darfst oder keine Burger, ne? Das will ich dir überhaupt nicht damit sagen. Ich liebe das ja selber. Aber ich glaube, du weißt langsam, was ich meine damit. Punkt Nummer 4, auch ein sehr wichtiger Punkt. Wem folgst du auf Social Media? Und ganz oft, wenn ich einfach mal so durchscroll durch TikTok oder so und dann sehe ich da irgendwelche Scheiße, dass da Leute irgendwie versuchen, dir zu erklären, dass Haferflocken oder so ungesund sind oder das ungesund oder dies ungesund oder das darfst du ja nicht essen und die neueste Studie zeigt dir das. Wenn du jetzt einer folgst, die heißt zum Beispiel Vegetarian Vanessa oder so und dann schon in der Bio steht, die Ernährungsweise hat mein Leben verändert. Da musst du eigentlich schon direkt wissen, das ist so eine Information nur aus einer Sicht. Und nur weil es bei ihr klappt, heißt das nicht, dass das für dich klappen wird. Nächstes Beispiel. Wenn du jetzt einem folgst, der irgendwie Low Carb Lewis heißt, ja, dann kannst du dir sicher sein, dass der dir die ganze Zeit sagen wird, ja Mann, Low Carb, das ist das Ding, das funktioniert, ja. Alles Schwachsinn. Also such dir die Influencer, denen du folgst, sehr gut aus und glaub nicht immer direkt, was man dir sagt. Glaub auch nicht direkt das, was ich dir hier sage. Vielleicht labe ich ja auch Scheiße, aber du hast ja Internetzugang, du kannst ja irgendwas googeln. Vielleicht ist ja was dran, was ich sage, vielleicht nicht. Es liegt bei dir. Und ich denke mal, das war die perfekte Überleitung zu Punkt Nummer 5, das Schwarz-Weiß-Denken. Wie oft höre ich, Döner ist ungesund, Pizza ist ungesund, das Getränk ist gerade ungesund. Nein, Mann, alles Schwachsinn, Mann. Es ist ein Ernährungsstil, der dich langfristig ungesund macht und nicht, dass du mal eine Pizza isst oder nicht, dass du mal einen Döner isst. Das ist völlig normal und das Leben muss ja auch noch Spaß machen. Also so ist es ja nicht. Und viele vergessen auch, dass es bei der Gesundheit nicht nur hier um das Essen geht und um den Körper. Es gibt ja die körperliche Gesundheit, dann gibt es die mentale Gesundheit und die soziale Gesundheit. Und wenn zur sozialen Gesundheit nun mal gehört, dass du zu deinen Kollegen gehst, denen mal irgendwie Fußball guckst, dir ein Bier gönnst und eine Pizza bestellst, ja, dann bist du noch
lange nicht irgendwie ungesund und hör nicht auf die, die dir sagen, ja, das ist jetzt irgendwie ungesund oder dieses Produkt, lass das weg. Schwachsinn. Alles in Maßen, mit den richtigen Mengen. Oder es gibt ja nicht ohne Grund dieses Sprichwort, die Menge macht das Gift. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn du dich bei einem von diesen Fehlern gefunden hast. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich persönlich habe mich in der Vergangenheit auch bei jedem dieser Punkte mal gesehen irgendwo. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, dich daran hindern, diese Fehler zu machen und wünsche dir viel Erfolg bei deiner Diät.